Wolfgang Lang kennt jeden Nagel in seinem Haus persönlich. Das sind tatsächlich noch die Originalnägel. Als ich die Tür renoviert habe, habe ich bewusst die Bänder nicht demontiert, weil ich die Nägel erhalten wollte. Bei der Renovierung seines denkmalgeschützten Hauses in St. Wendel-Osterbrücken auf dem Spatzenhübel hat Wolfgang Lang aber nicht nur Nägel erhalten, sondern auch Türen. Die Tür, die dürfte tatsächlich aus der ersten Bauphase sein, also so um die 1802, 1805. Die Treppe ist vermutlich von einem Zimmermann hier aus dem Dorf gemacht, vermutlich 1880, also in der Umbauphase. Dachziegel. Das sind tatsächlich noch originale, handgestrichene Ziegel. Und Wolfgang Lang erhält sogar Lehm. Dort, wo es ging, habe ich das Original Lehm dann in den Gefahren drin gelassen. All das tut der Ehemann von Tanja Lang, die die Sanierung nur von Fotos kennt, da sie Wolfgang erst danach kennengelernt hat. Erstens aus Achtung vor den Leuten, die das vor 200 Jahren da gebaut haben. Und zweitens, weil er einfach, naja. Aber kann es sein, dass dein Mann einen kleinen Spleen hat? Kein kleinen, ja. Ich wollte gerade sagen, aber alles gut so, wie es ist. Also wir beide mögen das ja wirklich so, wie es ist, jetzt. Nur bis es so war, wie es jetzt ist, war es ein langer Weg. Ich habe von Februar 92 habe ich begonnen und eingezogen bin ich im Juni 97. Und dann war es bewohnbar, aber fertig? Nee. Jetzt, so langsam, muss ich sagen, ja. Jetzt im Außenbereich noch ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen, ja, bin fertig. Der Glaube daran, dass er überhaupt jemals fertig wird, hat ihn allerdings während der über 20-jährigen Renovierungsphase auch mal verlassen. Ah, schon des Öfteren. Ja, es ist, ja, aber zwei, drei Mal kamen dann schon die Gedanken. Zum Beispiel, als er den alten Schuppen hinterm Haus abgerissen hat. Hier siehst du, die ganze Ecke hier ist neu aufgemauert. Da war ein Schuppen angemauert. Und als wir den abgerissen haben, da kam die ganze Wand runter. Da wollte ich eigentlich schon wieder aufgeben, als dann der Berg mit Steinen da lag. Dass Wolfgang Lang nicht aufgegeben hat, liegt unter anderem daran, dass er Handwerker wie Hans-Uwe Müller gefunden hat. Ich sage immer, es gibt einen Unterschied, ob ich in einem Haus nur wohne oder ob ich in dem auch lebe. Der gelernte Stuckateur hat sich auf alte Gebäude wie zum Beispiel dieses Gasthaus in Mapping spezialisiert. Warum macht man das? Weil man immer schon Spaß an Denkmälern hatte und vor allen Dingen, weil diese Häuser was zu erzählen haben. Und weil halt Handwerk spürbar ist. Und Handwerk hat mich immer schon fasziniert. Wer sich weder für die Geschichte eines Hauses noch für Handwerk begeistern kann, sollte seiner Meinung nach die Finger von alten Gebäuden lassen. Die weit verbreitete Angst vorm Denkmalschutz hält er aber für unbegründet. Diese Beratung über das Landesdenkmalamt, die ist so gut, die ist kostenlos. Da bekommt man auch der freien Wirtschaft keinen Architekt, der so viel Wissen hat, der einen da beraten kann. Und da werden auch viele Fehler auch schon von vornherein unterbunden. Als Wolfgang Lang mit der Sanierung anfing, war die Beratung noch nicht so gut. Deswegen hat er viele Fehler gemacht. Dafür erfreut er sich heute eben an jedem Nagel, an jeder Tür und sogar an jedem Knarren der Treppenstufen. Ja, also ich nehme es wahr, ich genieße es. Ich genieße es tatsächlich und ich erlebe das bewusst. Und seiner Frau geht es genauso. Also jeden Tag kann man echt glücklich sein, hier wohnen zu dürfen, ne? Doch? Doch, auch wenn beide sagen. Ich zumindest kann mir aber auch nicht vorstellen, irgendwo in einem Neubau zu wohnen, in einem gesichtslosen Neubau ohne Tiefe, ohne Charakter. Ist sich Wolfgang Lang bei der Frage, ob er es wieder tun würde, unsicher? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich sag mal so, ich würde das Ergebnis jederzeit gerne nochmal nehmen, ja. Aber der Weg dahin, der war jetzt im Nachhinein gesehen schon
sehr, sehr anstrengend, ganz klar. Deswegen sollten alle, die darüber nachdenken, ein denkmalgeschütztes Gebäude zu renovieren, ein paar Grundregeln beachten. Die Grundsubstanz muss stimmen. Wenn die Grundsubstanz nicht stimmt, dann ist jeder Aufwand eigentlich sinnfrei. Wenn die Basis stimmt und wenn man dafür brennt und wenn man die notwendigen Zeit und sonstige Mittel hat, und dann hat man die Möglichkeit, sich einen Wohnraum zu schaffen, wo man wirklich sein ganzes Leben lang glücklich drin ist. Zusätzlich sollte man noch ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen. Denn ohne brutal viel Eigenleistung geht gar nichts. Und man muss Glück haben mit den Handwerkern. Keine Frage. Doch auch wenn der Weg zum Traumhaus steinig ist, Leben im Denkmal. Kann ich nur jedem empfehlen, weil das Wohnerlebnis, das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Das ist einfach perfekt.